Die älteren Geschwister kümmern sich mit um die ganz Kleinen, wie bei dieser Familie. Alle verbringen einen tollen Tag und Mama hat frei. Guckt euch dieses Baby an. Es ist genauso süß wie unser Töchterchen Bindi. Seine Mutter ist bestimmt ganz in der Nähe. Orang-Utans gibt es hier auf Sumatra nur noch in wenigen Regionen. Durch die zunehmende Zerstörung der tropischen Wälder sind die Menschenaffen leider vom Aussterben bedroht. Seine Mama sitzt hier in den unteren Ästen. Ganz oben in der Krone hüpft noch eines ihrer älteren Kids herum. Es ist ungefähr 4 bis 5 Jahre alt. Die Mütter kümmern sich also um verschiedenalte Junge gleichzeitig. Wie Menschenkinder sind auch die jungen Orang-Utans sehr wissbegierig. Sie probieren ständig neue Sachen aus. So lernen sie zu klettern, an Lianen hin und her zu schwingen, sich selbst Futter zu besorgen und sich bei Gefahr zu verstecken. Die Größeren spielen gern mit ihren kleinen Geschwistern. Es gibt zwischen ihnen keine Probleme. Wie ihr seht, haben die beiden viel Spaß zusammen. Das Baby sitzt im Nest und möchte seinen älteren Bruder ständig fangen. Sind sie nicht süß? Er lässt immer wieder seinen Fuß herunterbaumeln, um seine kleine Schwester zu necken. Hier ist mein Fuß, komm, fang ihn! Und sie streckt ihre Arme hoch. Aber ihre Mama interessiert das nicht. Sie freut sich, dass sie einfach mal relaxen kann. Das Baby amüsiert sich köstlich. Die Beziehung zu anderen Kindern ist für die kleinen Affen genauso wichtig wie der enge Kontakt zur Mutter. Sie bringt ihnen sehr viele nützliche Dinge bei. Aber sie müssen auch durch eigene Erfahrung lernen. Und das geht am besten, wenn sie mit größeren Geschwistern zusammen sind. Denn die sind immer noch ein wenig verspielt und balgen gerne herum, während die Mütter am liebsten ihre Ruhe haben. Auch für Affenkids ist also das gemeinsame Spiel eine wichtige Voraussetzung, um Fähigkeiten auszubilden, die sie später im Leben brauchen. Der Affenmama tut es gut, wenn sie mal abschalten kann. Natürlich guckt sie immer wieder rüber und passt auf, dass es die beiden nicht zu wild treiben, wie wir es bei unseren Kindern auch machen. Solange die beiden beschäftigt sind, nutzt das Weibchen die Zeit, um dem Baby seine Nahrung vorzukauen. Dies ist sehr wichtig, denn viele Früchte, Blätter und Wurzeln sind nur schwer verdaulich. Während die Süße auf dem Futterbrei herumkaut, machen ihre Lippen lustige Bewegungen. Es sieht aus, als hätte sie eine Zigarre im Mund. Später wird sie ihre Tochter damit füttern. Aber noch toben die beiden vergnügt herum. Große, erwachsene Orang-Utan-Männchen nennt man A. Tellerköpfe, B. Affenköpfe oder C. Rotköpfe. Die richtige Antwort ist A. Ihr Kopf sieht aus wie ein großer Teller. Hört ihr das? Wundervoll, nicht wahr? Die Rufe, mit denen die Primaten sich untereinander verständigen, sind von Art zu Art sehr verschieden. Auf Sumatra bin ich einer herrlichen Affenart begegnet, einem Siamang. Sein Ruf klang in etwa so. Wir waren auf der Insel in der Nähe dieses schönen Gebirgsflusses untergebracht. Eines Morgens haben wir das Tier bei unserer Unterkunft entdeckt. Es wäre beinahe von illegalen Holzfällern getötet worden. Das ist ein Siamang. Der niedliche Bursche sitzt hier bei den Bungalows und lässt sich von mir seinen kleinen Greiffuß kraulen. Seht mal, er hat einen grauen Bart. Er mag es sehr gern, wenn man seine Füße streichelt. Keine Ahnung warum. Er hat süße kleine Zehen. Der zweite und dritte Zeh sind bis zur Hälfte miteinander verwachsen. Der erste daumenähnliche Zeh steht den anderen Zehen gegenüber, wie es für Affen typisch ist. Die ledrigen Füße sind ideale Greifwerkzeuge und haben in etwa die gleiche Form wie meine Hand. Die Füße sind recht lang. Das liegt aber nicht nur an den stattlichen Zehen.
Entscheidend für die Fußgröße ist der langgestreckte Bereich vom Mittelfuß bis zur Ferse. Mit deinen Zehen kannst du gut greifen. Und sie haben schöne lange Nägel. Ja, ich weiß. Es gefällt dir, wenn man deinen Fuß reibt. Und was ist mit dem anderen? Na? Alles okay, mein Freund. Er hat sein Maul geöffnet und mir die Zähne gezeigt. Das bedeutet, hör auf, mit meinen Füßen zu spielen. Ich glaube, der kleine Bursche würde mich beißen, sollte ich seine Warnung nicht ernst nehmen. Ja, du bist wirklich ein ganz Hübscher. Und hast du Flöhe? Mal sehen, ob welche in deinem Fell herumhüpfen. Das könnte einer sein. Nein, er hat keine Flöhe. Es gibt einen Unterschied zwischen den Siamangs und den Orang-Utans. Während die Orang-Utans für gewöhnlich ihr Fell selbst pflegen, lausen sich die Siamangs gegenseitig. Daher freut sich mein kleiner Freund, dass ich ihn nach Parasiten absuche. Interessant bei dieser Affenart ist auch, dass die Tiere ein Leben lang mit demselben Partner zusammen sind. Ja, mach ruhig. Was das auch heißen mag. Deshalb ist es sehr schwierig, ihn in eine Familiengruppe zu integrieren. Die sozialen Bindungen sind so eng, dass ihn schon die erste Kontaktaufnahme sein Leben kosten könnte. Die Männchen kämpfen nämlich heftig gegen jeden Eindringling. Da es in dieser Region außerdem nur noch wenige Gruppen gibt, wird es also äußerst schwierig sein, für ihn Gesellschaft zu finden. Schade, denn das ist wirklich ein wundervolles Tier. Sie können übrigens ganz schön Lärm machen. And that noise. Is that it? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ich krieg's nicht hin. Ich habe einen gesehen. Hast du sie auch entdeckt, Zoe? Sie bewerfen mich. Sie haben mich im Visier. Ich kann sie schon riechen. Die Burschen sind sauer, dass ich in ihr Revier eindringe. Oh, schon wieder bewerfen sie mich. Noch ein bisschen näher. Ich kann sie sehen. Ich sehe. Im Zoo von Melbourne ist Yakini auf die Welt gekommen. Im Tierpark ist man sehr stolz auf den süßen kleinen Gorilla-Jungen. Denn Gorillas sind vom Aussterben bedroht. Mit einem internationalen Zuchtprogramm möchte man dazu beitragen, diese außergewöhnlichen Affen zu erhalten. Das ist Mutaba, Yakinis Papa. In ungefähr 15 bis 16 Jahren wird Yakini genauso aussehen. Dieses kräftige Silberrückenmännchen ist der Boss hier im Zoo. Als Anführer und Vater hätte er in der Wildnis die Aufgabe, auf seinen Trupp aufzupassen. Er würde immer dafür sorgen, dass es den rangniederen Männchen, den Weibchen und den Kindern gut geht und ihnen nichts passiert. Das kann ganz schön anstrengend sein, denn ein Trupp besteht im Durchschnitt aus 10 bis 15 Tieren. Aber so ein kräftiger Bursche wie er kann sich durchsetzen. Würde er mich auffordern, loszumarschieren, bräuchte er das nicht zweimal zu tun. Die Gorillas sind die größten Affen. Sie leben vorwiegend auf dem Boden und haben kurze, breite Hände und Füße. Die Männchen werden bis zu 350 Kilo schwer und erreichen eine Größe von 2,30 Meter. Die Spannweite der ausgestreckten Arme beträgt rund 2,5 Meter. Sie sind wundervolle, sanfte Riesen. Stellt euch vor, die Gorillas sind nicht nur bedroht, weil ihr Lebensraum zunehmend zerstört wird, sondern weil sie auch heute noch von skrupellosen Wilderern gejagt werden. Ist das nicht furchtbar? Wir müssen das Töten der Tiere unbedingt stoppen. Seht mal, Cocky hat was Schönes für unsere Croc-Kamera ausgesucht. Das ist Pinocchio, ein Weißwangen-Gibbon. Gibbons sind sehr schöne Affen, nicht wahr, Pinocchio?
Und schon ist er weg. Mit seinen langen Armen und langen Fingern hangelt er sich mit unglaublicher Geschicklichkeit durch das Astwerk der Bäume. Dieser Bursche erinnert mich total an Steve. Guckt euch seine Nägel an. Wer hat sie dir so hübsch geschnitten? Ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube, Pinocchio und ich, wir finden uns auf Anhieb sympathisch. Wenn man einen anderen Gibbon trifft und ihn näher kennenlernen möchte, sollte man ihn lausen. Es gilt als höflich, so zu tun, als hätte man etwas gefunden. Und wenn man mit dem anderen Affen anbandeln möchte, sollte man essen, was man gerade in seinem Fell findet. Wie das hier. Hm? Steve ist wirklich nett, aber nichts gegen einen echten Affen. Affen. Ich habe gelernt, wie sie zu sprechen und wie sie zu klettern. Tja, über Primaten kann man herzlich lachen. Also dann, bis zur nächsten Folge. See ya. See ya. Here we go again, adventuring. Where the wild, wild, wild creatures hang. We're gonna have a gorgeous. G'day. Don't fuck with it. Very, very dangerous time, my friend. Gorgeous, gorgeous. Oh, it'll be.